Hallo und herzlich willkommen zu eurer täglichen Dosis Greedy Let's Play. Hier gleich wieder am Start. Und ja, wir waren gerade dabei, uns weitere Silberkisten herzustellen. Und ich würde sagen, wir machen dann auch direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Ist auf jeden Fall ein guter Plan, direkt da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Also tun wir das. Also tun wir das auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ich muss schon wieder niesen. Aber es kommt wieder nicht. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es kommt einfach die ganze Zeit nicht. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Was soll man denn da machen? Was soll man hier machen? 918. Dann fangen wir mal an. So, unsere Kiste hier in die Mitte. Und darum das. Und hier herum das. So, zack. Eine weitere Silberkiste. Die können wir auch gleich platzieren. So, so, so. Und hier werden wir... Ja, keine Ahnung, was wir hier reingeben, wenn wir sie hier hinstellen. Für die Kiste hier habe ich nämlich schon einen Plan, denn hier kommt der ganze Loot rein, wie Köpfe und sowas da und sowas. Sowas nicht unbedingt. Und ja. Räumen wir mal unser Inventar auf. Gibt es irgendwie eine Taste für? Ja, wir können einfach R drücken. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Loot, Loot. Loot. Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Oh, wir sind voll. Loot, 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 Loot. So, und hier dann wieder. Nee, Loot. Wobei, das können wir auch mit reinnehmen. Loot, Loot, Loot. Loot. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das kommt eher woanders hin. Das kommt eher woanders hin. Das kommt eher woanders hin. Und ja, dann nehmen wir Loot, 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 Loot. Hier rein. Und natürlich auch wieder aufräumen. So, dann Bücher, Essenzen. Dann machen wir hier eine Kiste für Sonstiges und zum Loot geben wir jetzt auch die Shards dazu und die Essenzen und das ganze Zeugs halt. Dieses Zeugs, die Zeugs. Ja, machen wir halt zu Loot und so Sondersachen, die wir abbauen da. Loot und Sondersachen, die wir abbauen. Okay. Toller Titel dafür natürlich. So. Aus unserem Inventar sonst nichts mehr. So, das hier, das hier, das hier. Nee, 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 nee. Ja, bei Quecksilber eigentlich schon. Pile of Ashes jetzt nicht unbedingt. Ach, das hier ist ja auch noch Loot. Ein Busch, ja, nein, aber das Ei. Das Ei, das Ei, das Ei. So, zack, 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 zack. Und aufräumen. Und jetzt ist das Ganze hier schon wesentlich ordentlicher. Warum ist hier Silber drin? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mal schauen, ob ich noch irgendwas hier falsch reingelegt habe. Kann ja immer passieren. So verpeilt, wie ich meistens bin, wenn ich aufnehme. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Und es ist schon wieder Nacht. Dann legen wir uns flott schlafen. Und pennen mal eine Runde. So. Und arbeiten dann hier draußen auf unserem Feld weiter. Zack. Tim, tim, tim. Habe ich mitgedacht und schon einen gegossen. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ich habe mitgedacht. Ja, du, was willst du hier? Stirb. Stirb. Oh, der hält ziemlich viel aus. Hätte ich gar nicht erwartet, dass der so viel aushält. So, eine Kiste in die Mitte mit Kupfer umranden und die neue Kiste mit Silber umranden. So, perfekt. Und da ist noch einer. Also hier ist immer alles voll mit diesen kleinen Slimes. Hoffentlich kann man diese Bälle irgendwann für irgendwas Gutes verwenden. Denn das wäre sehr, sehr schön. Dann hätte das einen Sinn, was wir hier tun. Und wenn wir nicht immer alles nur sinnlos machen. Und hier kommt dann so Zeugs da rein, wo ich nicht weiß, was wir damit anfangen können. Und Zeugs, das dann einfach noch übrig bleibt. So, Inventar aufräumen. So. Zick, 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 zick,
Verdammt. Verdammt, das war nicht so geplant. Zack, zack. Und zack, 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 da, 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 so, so. Und das hier können wir auch hier reinlegen. So, 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 so. Und dann räumen wir hier auf und bauen noch die Kiste hier oben ab. Und ja, dann haben wir unser provisorisches Lager hier schon mal ausgeweitet. Sehr schön, sehr schön. Aber wir werden trotzdem noch eine weitere Kiste machen. Wir haben zwei, hier sind sechs und sechs. Ja, eigentlich perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Und hier können wir mal das Holz abbauen. Tam-tam. So, und da ist auch noch Holz. Und diesen großen Baum hier werden wir vermutlich auch fällen müssen. Nein, müssen wir gar nicht. Das müssen wir nicht. Das ist nicht sein. Aber diesen Busch hier können wir auch noch abreißen. Denn der ist gerade auch ein wenig im Weg. So. Und wir werden jetzt wahrscheinlich verhungern, weil ich hier die ganzen Büsche hier abreiße. Aber was soll ich? Opfer müssen gebracht werden. Opfer müssen gebracht werden. Nein, wir werden schon nicht verhungern. Wir werden schon nicht verhungern, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und nice Kupferschmelzen. Ich frage mich gerade, stapelt das jetzt? Ja, sie haben den Bug gefixt. Sehr schön. Wo liegt jetzt das Silber da? Na, jetzt liegt das Silber da. Zack, zack, zack. Und wir können mal so dieses Kupfer hier zu einer Kiste verwandeln. Silber, Silber, Silber. Und weiter geht's. Zack, zack. Wird eh gleich fest. So, 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 zack, zack. Das war nicht beabsichtigt. So und so. Und dann können wir jetzt auch noch diese Kiste hier zu einer Silberkiste verwandeln. Bei der ich mir noch nicht so sicher bin, was wir da reingeben, aber wir stellen sie vorsorglich einmal hin. Weil wir gerade Gelegenheit dazu haben. Ja, das ist unser einziger Grund, sie da jetzt hinzustellen. Weil wir Gelegenheit dazu haben. Gelegenheit macht Diebe, wie es immer so schön heißt. Diese schöne Pflanze. Ja, dieser Baum hier ist aber auch im Weg, deswegen werden wir den jetzt einfach mal abfällen. Und das wird äußerst kompliziert werden, das sehe ich schon kommen. Ja, so hier. Und hier. Und ich hoffe, das war der ganze Baum. Ich hoffe es wirklich sehr. Wenn wir nicht, dann ist das jetzt doof. Dann ist das jetzt sogar sehr, sehr, sehr doof. So, die Öfen hier nach unten legen und da hinstellen. Die Hälfte in den hier und diese Hälfte in den hier. Und dann heißt auch diesen Arbeitstisch hier einmal ab und stellen den dann hier hin. Ist jetzt nicht ganz so effizient aufgebaut, aber ja, es läuft, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft und das wird uns gleich überfluten. Haben wir die Kiste erhalten, perfekt. Oh, hat sogar alles in unser Inventar gepasst. Das finde ich jetzt tatsächlich unglaublich. So, Tough Rod Time. Hier, wenn wir mal hier hin, Speerspitzen brauchen wir auch nicht immer. So Sachen, die wir immer brauchen, ist das hier, Tool Binding. Das hier, Schwert, die ganzen Garteile, so Dolch und Meißel. So, gut, gut. Wir können in unsere Schmelzkiste auch das Buch mal reinlegen, damit wir das immer hier dabei haben. Und ja, wird doch recht schön hier gerade. Und jetzt werden wir. Ach, da kommt wieder so ein großes Teil. Das werden wir jetzt erstmal töten, damit es unsere Felder kaputt macht. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein, du dreckiges Schiff? Was fällt dir ein? Was ist falsch mit dir? Stirb! So, gut. Und wir können unsere Felder wieder reparieren. Zack. Nein! Warum? Warum tue ich das? Warum? Kann ich nicht einmal mitdenken? Nur ein einziges Mal. Wäre ja wohl zu viel verlangt, wenn ich einmal mitdenke. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und hier.
muss das hier leider abreißen. Leider, 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 leider. Bleibt mir hier keine andere Wahl. Bleibt mir leider keine andere Wahl. Ach, das ist ziemlich viel Baumwolle eigentlich gerade gewachsen. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist schön. Dann haben wir hier mal richtig Fortschritt, oder? Und ja, wir sehen schon, wir werden eine riesige Baumwollfarm anlegen. So eine richtige Baumwollplantage. Weil, ja, keine Ahnung. Wir können uns damit Strings machen und Wolle und so Zeugs halt. Und diese Bärenpflanzen einfach nur an, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. So, vorsichtig, eins nach dem anderen abbeißen. Das tun wir jetzt eigentlich nur, weil wir den Platz brauchen und die einfach mal da drüber verlagern. Einfach mal da drüber verlagern. So. Zick. Zick, zick, zick. Ja, und das hier können wir auch mal abbauen. So, 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 so. Hier rüber. Zack, 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 zack. Baumwollplantage, du wirst ausgebaut. La 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 la. Ach, noch ein. Na, perfekt, dann haben wir diese Reihe hier auch abgeschlossen. Und hier ist dann noch gutes Getreide. Zack, zack. Zack, zack. So, so, so. So, so. Jo, 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 jo. Was werden das jetzt kaputt gemacht? Welcher Schuft war das? Oh, das ist schon ein Samen. Verpeilt. Zack. Und Raspberry. Können wir hier anpflanzen? So. Gut. Hier sind schon Karotten gewachsen. Die können wir jetzt erstmal hier anpflanzen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Gut. Und weiteres werden wir jetzt erstmal was essen. Lecker Beeren. Lecker, lecker Beeren. So, und. Was wollte ich gerade machen? Ach ja, es fällt mir wieder ein. Hier hinten ist unsere Workbench. Darauf können wir uns jetzt erstmal lecker Brote machen. Und hier mal wieder mit R das Inventar aufräumen. Was? Das geht jetzt nicht mehr mit R. Ach, nur wenn wir im Inventar sind. Okay. Ergibt irgendwie sogar Sinn. Irgendwie ergibt das sogar Sinn. Machen wir irgendwie. Und diese Beere hier werden wir einfach essen. Weil wir sie gerade da haben. So, zack, 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 zack. Und ja, wir müssen diesen Baum hier abfällen. Das wird viel Arbeit, diesen Baum hier abzufällen. Dann fangen wir gleich mal damit an. Zack, zack. Am besten wir graben uns hier so treppenförmig nach oben und graben den so von oben nach unten ab, damit wir auch ja alles von ihm erwischen. Denn wenn wir nicht alles von ihm erwischen, ist das doof. Ja, das ist dann wirklich doof. Doof, 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 doof. So, und hier, und hier, und hier. So, 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 so. Du Heilige, wie hoch geht's denn bei diesem Baum rauf? Also wir werden danach sehr viel Holz haben, das wir nicht verkraften können. Dieses Holz hier können wir nämlich nur zum Zaubern verwenden. Und nicht zum normalen Craften oder Herstellen oder wie man es auch nennen möchte. So, endlich oben angekommen. Naja, fast. Naja, fast, naja, fast. So, und hier hinten. Und, hopp. Das hier werden wir nicht übrig lassen. So. Das hier. Und da geht es rüber. Und das werden wir hier rüber gehen. Tam tam tam. 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 Tam tam. So einen großen Baum abzufällen ist äußerst spannend. Aber dafür werden wir später noch spezielle Werkzeuge haben, das werdet ihr dann ganz genau sehen. Ja, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, das wäre ganz und gar nicht gut, wenn du hier runterfällst. Dann bekommen wir dich vielleicht nie wieder. Nie wieder. Ach, zum Glück ist hier kein Ast. So.
sieht mir fast nach einem Ast aus. Ja, leider. Aber nur so ein kleiner. Na, immerhin nur so ein kleiner. So. Und ich hoffe, wir haben dann wirklich alles von diesem Baum erwischt. Das hoffe ich wirklich inständig. Wenn nicht, dann müssen wir dann nachher hochklettern und suchen, wo wir noch einen Holzblock übersehen haben. Und das ist wirklich langweilig. Das könnt ihr mir glauben. Das ist wirklich langweilig. Beziehungsweise auch anstrengend. So. Mal schauen, wie viel Holz haben wir denn jetzt eigentlich aus dem hier rausbekommen. Ja, 1,5 Stacks. Das ist schon einiges. Das ist schon einiges. Und da ist gerade Nacht. Das legen wir gerade mal ins Bettchen und schlafen eine Runde. Ja, schlafen! Und guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben wieder mal ewig geschlafen. Etwa 5 Sekunden. Aber das ist eine lange Zeit. So, und hier rüber. Und wir haben sogar schon ein Sapling für diesen Baum erhalten. Oh, ein Skelett. Das werden wir jetzt erstmal töten, denn wir möchten sein Knochenmehl. Gib mir dein Knochenmehl. Gib mir deine Knochen. Ach, wir springen hier mit dem Rapier zurück. Haben wir jetzt Knochen bekommen? Ja, einen. Naja, besser ist gar nichts. Man nimmt schließlich, was man kriegen kann, oder? Ja, man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Ich frage mich gerade, was ist das? Mana-Bean. Okay, spezielle Bohnen. Erstmal ein bisschen Barley anbauen. Zack. Hier ist auch schön wieder Getreide. 1, 2, 3. Und ja, jetzt ist das hier langsam im Weg, deshalb werden wir das einfach mal abbauen. Und dann hier drüben die Himbeeren anbauen. Ja, und geht sich perfekt aus, dass unser Himbeerfeld endlich fertig ist. Und ja, wir brauchen eigentlich nur noch Blueberries für dort hinten. Und wo wir die herbekommen, das weiß ich noch nicht genau, aber wir werden bestimmt irgendwo Blueberries finden. Kann ja nicht so schwer sein. Haben ja schon andere vor uns sicher auch gefunden. Also schaffen wir das auch. Was andere schaffen, das schaffen wir doch. Bestimmt. Das schaffen wir. Macht euch da mal lieber keine Sorgen. Keine Sorgen. So, und hier. Okay. So. Ja, Erde abbauen ist immer äußerst spannend. So, und jetzt können wir noch 1, 2 in diese Richtung graben. So. Ja, dann sollen wir dafür, dass das Ganze hier ein bisschen realistischer wird. Und diesen Baum hier werden wir bei nächster Gelegenheit auch mal abfällen. Denn der muss weg. Der muss ab. Und deshalb kommt der auch ab. So. Zack. Und jetzt von hier aus. Zack. So. Gut, jetzt von der Mitte aus einmal quer durch, bitte. So. Und so. Das war's. Was ist das? Oh, was ist denn das? Rye Seed. Und Cantaloupe Seed. Sehr viele Sachen, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Es kommt bei diesem Modpack leider sehr oft vor, dass es hier Sachen gibt, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber macht ihr nichts. Kann ja vorkommen. So. Und hier in der Mitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und dann müsst ihr das auch schon neu in Cobblestone holen. So. Zack. Haben wir zum Glück noch ein bisschen mehr Vorrat. Muss ich leider. Warum sag ich leider? Was ist los mit mir? Oh mein Gott. So. Und wir verwenden unsere Eimer, die man auch wiederverwenden kann. Viel effizienter. So.
Und mit unserem Method können wir jetzt hier das noch. Können wir hoffentlich auch aufpassen, während wir arbeiten. So. Tum, 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 tum. Ja, ist das spannend hier gerade. Und jetzt sollten wir eventuell vielleicht einmal unseren Laptop reparieren, bevor der noch kaputt geht, der Ärmste. Das hat er nicht verdient. Er hat ein langes Leben verdient. Und nicht einfach kaputt zu gehen. Gut, 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 gut. Und jetzt. Ja, toll. Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Das wird jetzt wieder kompliziert. Wir reißen jetzt erstmal hier alle Karotten ab, sind das hier noch Karotten? Ja. So. Und das Feld neu pflügen. So, 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 so. Und pflanzen diese Karotten dann hier an, links oder rechts, in dem Minimo, links. So, 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 so. Ja, nein, das gefällt mir nicht, die muss dahin. Die muss einfach dahin. Das hat Gründe kosmischer Ordnung. Kosmische Ordnung, worüber spreche ich jetzt schon wieder? Was ist nur los mit mir? Was ist heute nur los mit mir? Was ist da los? Und hier ist auch schon was gewachsen. So, hier. Zack, zack, zack. Und ja, da ich gerade zu faul bin zum Rechnen, werde ich das jetzt einfach den nächsten Schritt nach Bauchgefühl machen. Ja, Bauchgefühl ist bei mir nie eine gute Entscheidung, aber das werden wir jetzt selber sehen. So, so, so. Ja, wird eh nie reichen. Zack. Tum, tum, tum. Zack. Tum, tum, tum. Zack. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Und hier auch. Zick. Und einfach, damit es optisch korrekt ist, müssten wir den hier jetzt da hinsetzen. So. Und ja, das. Ach, in der Mitte haben wir noch den hier vergessen. Ich habe ihn einfach vergessen. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie können wir nur, wir können wir nur diesen armen Kerl vergessen. Das macht ihn jetzt bestimmt traurig. Traurig, traurig. Was ist mit dir falsch? Du machst mein Feld sicher nicht kaputt. Also, zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Und ich muss mir auch noch überlegen, was ich hier für Türen mache. Das muss ich mir noch sehr gut überlegen. Kann ich das auch? Nein, leider nicht. Das muss ich mir noch sehr, sehr gut überlegen. Ich habe im Moment überhaupt keine Idee, was ich für Türen machen könnte. Aber irgendwelche kann ich bestimmt machen. Ich weiß noch nicht welche. Und ja, ich werde das Ganze jetzt mal einzäunen, damit nicht immer Monster reinfallen. Ja. Einzäunen und erstmal den Zaun daneben setzen, damit nicht immer Monster reinhüpfen und unser Feld kaputt machen. Und ja, muss einfach so sein. Muss einfach so sein. Sachen werden nun mal eingezäunt. Gibt es keinen besonderen Grund dafür, das ist einfach so. Ja. Müsst ihr so akzeptieren. Müsst ihr einfach so akzeptieren. Akzeptieren, akzeptieren. Ich frage mich gerade. Stone. Gibt es da vielleicht irgendein Tor? Versuchen wir es mal mit Wall. Wallgate. Ah, Oakwood Wall. Nee, leider nicht, aber wir können dann ja einfach ein Fence Gate machen.
beziehungsweise ein paar eigentlich. Mal rechnen. 4, 8 und innen auch noch 1, 2, 3, 4, macht 12 und 12 mal 2 ist 24 und das wieder durch 4 ist 8. Hui, das waren gerade Berechnungen. Ja, toll. Wir haben jetzt natürlich 8 gemacht. Was? Ich glaube, wir haben doch richtig gerechnet. Nein. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, was wir gerade hier. Ich weiß nicht, was wir gerade hier tun. Also irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. So. Was? Okay, Leute. Ich verzweifle jetzt mal nicht. Ich krieg das hier hin. So. Gut. So und hier und hier. Und dann haben wir Zauntore. Und nur 10 Stück. Ich kann definitiv nicht rechnen. Aber es wird gerade wieder Nacht. Das heißt, wir können uns jetzt hinlegen. Hinlegen. So. You can only sleep at night. Was heißt hier? You can only sleep at night. Es ist Nacht. Also wirklich. Ich weiß nicht, was da immer falsch ist. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist doch nicht in Ordnung. Es ist ja einfach nicht in Ordnung. Nein, das geht so ganz und gar nicht. Und ja. Ach, wir haben hier noch einen Seed. Und das hier können wir stapeln. Und dann geht das ja schon wieder. Und hopp. So, zack. Und wieder 2 Seeds. Geht ja voran hier. So. Dann nehmen wir uns mal unsere restlichen Cobblestones und werden die auch noch verbraten. Gates können wir auch mal platzieren. Ja, das verbindet sich sogar schön. Das ist gut. Das ist gut, dass sich das sogar schön verbindet. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Und drüber springen kann man auch nicht einfach. Sehr schön. Und die Monster sind zu dumm, das aufzumachen. Sind einfach zu dumm. Dumme Monster. So. Und ja, dann haben wir eigentlich 2 zu viel gemacht. Aber das macht ja Das macht ja nichts, die werden wir vielleicht noch irgendwann brauchen. So. Und hier. Zick. Mit Rechtsklick öffnen, nicht mit E. Das würde ich mir eigentlich merken können. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und hier hinten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, sehr schön. Dann isst du erstmal 2 Brötchen. Lecker Brötchen. Und ich weiß nicht, was der hier will, töten will. Und ja, dann. Ja, wir haben da oben sogar einige Blöcke vergessen, wie es aussieht. Aber naja, was soll's. Erstmal wieder Screenshot fürs Thumbnail machen. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Und ich gehe dann mal eine Tasse grünen Tee trinken und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann.